Hallo, da sind wir wieder. Ich habe vor, wieder fleißig zu sein und nehme euch natürlich wieder mit. Ich war sogar schon fleißig und habe hier die Treppe mal ein bisschen geputzt und an den Wänden ein bisschen was weggemacht, die ollen Blumen weggeschmissen. Genau, lüften können wir auch noch. Die Luft muss hier rein. Ja, hier hat sich jetzt nicht wirklich was verändert, aber im Schlafzimmer hat sich was verändert. Ihr seht es vielleicht schon. Ich habe ein anderes Schnittmuster benutzt. Und zwar habe ich die jetzt durchgängig der Länge nach benutzt. Ja, ich habe dieses Schnittmuster benutzt. Und das hier, das sah mir beim Videoschnitt irgendwie so ein bisschen untypisch aus. Also ich glaube, das wird gar nicht so gemacht, ne? Weiß nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, besser ist besser. Ich mache es anders. Aber wieso sieht das hier eigentlich so ungleich aus? Habe ich da irgendwas übersehen? Ja, und ich habe hier ein bisschen zur Seite gestellt, quasi aufgeräumt. Damit ich besser in den Raum hier reinkomme. Jetzt ist mein Kopf halt nicht mehr zu dick. Ja, wir werden jetzt hier aber nicht weiter arbeiten. Wir gehen einen Auftrag machen. Und falls danach noch Zeit ist, können wir hier noch ein bisschen werkeln. Gut, dann wollen wir mal. Wir gehen mal schnell zum Computer, obwohl ich glaube, ich kann das auch über Tab machen, ne? Ja, erstmal mit dem Kopf an die Wand. Das ist so ein Brett einfach. War das vorher schon? Habe ich gar nicht gesehen. Verwenden. So, E-Mails. Wir haben hier noch einen Auftrag und dort? Echt? Achso, ich habe die Soundeinstellung ein bisschen verändert. Ich hoffe, das passt jetzt so. Weil diese Effekte, wenn jetzt zum Beispiel die Paneelen leer waren, das war mir ein Ticken zu laut. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich es ja jetzt besser gemacht. Wir gehen hier hin. Der Morgen nach der Afterparty. Oh, das klingt witzig. Hi, ich verdiene mir nebenbei etwas Geld, indem ich meine Garage an aufstrebende Bands vermiete. Für gewöhnlich passiert da nicht viel, aber letztes Wochenende haben die Moving Stones ein Konzert in meiner Garage gegeben. Kannst du dir das vorstellen? Nein, kann ich nicht. Ich war so aufgeregt. Ich wollte schon immer mal einen Musikclub leiten und so nah bin ich meinem Traum noch nie gekommen. Über das Aufräumen bin ich allerdings nicht so begeistert. Die Smileys wieder, ne? Toll. Die Afterparty war so wild, dass mein Wohnzimmer in ziemlich kläglichem Zustand ist. Aber der Frontmann hat angeboten, alle Kosten zu übernehmen. Das ist also der perfekte Moment, die Einrichtung ein wenig moderner zu gestalten. Ah ja, jetzt nimm gleich den ganzen Arm anstatt den kleinen Finger. Sie ist einfach Love, Love Husso. Ich kann es kaum erwarten, mein neues und sauberes Wohnzimmer zu sehen. PS: Meine Mitbewohnerin meint, sie hätte ein paar zerbrechliche Sachen weggepackt. Damit niemand sie kaputt machen kann, könntest du sie als Deko verwenden? Danke. Alles klar, dann gehen wir mal dahin, aber gucken erstmal. Oha. Wie das aussieht. Das ist Garagenparty. Okay, da ist ganz schön viel Süffi auf dem Boden. Und was ist das? Ach, das ist so ein Stromding für, ja genau, ein Stromverteiler. Ich glaube, ich kenne ihn nur in Rund. Ey, da ist einfach ein Fingerabdruck auf dem Sessel. Oha. Barfuß sind sie auch gelaufen. Gut, dann gehen wir mal los hier. Ab rein da. Da sind wir. Okay. Wir haben ja quasi schon auf den Bildern alles gesehen. Einschalten. Ach nein, das ist Licht. Ist gar kein Stromverteiler. Also haben wir wirklich Baulicht einfach. Sehr cool. Dann legen wir mal los hier. Wo ist die Mülltüte? Genau, das war die 3. Ganz viele Flyer haben die hier dabei gehabt. Damit sie den Weg hierhin finden, natürlich. Oh, das ist auch so ein schwarz-rotes Haus. Irgendwie gefällt mir das. Pizza hatten sie gegessen? Was sonst? Bestimmt wieder bei dem einzig wahren Pizzalieferservice hier in Pina Cove. So, soll man das verkaufen? Nee, ne? Doch. Okay.
Was sagt eigentlich die Liste? Wir haben gar keinen Zettel an der Seite. Aber die müssen verkauft werden, okay. Ja, weg mit dem Dreck. Bevor hier noch die Fliegen und sonst was kommt. Huch. So. Also mit Farbe haben sie auch nicht gespart hier. Das scheint eine sehr farbenfrohe, feuchtfröhliche Party gewesen zu sein. Uns hat keiner eingeladen, Mann. Barfuß sind sie auch gelaufen. Ja, das ist schon ein Unterschied. Viel besser. Noch 50 Flecken einfach. So, ich glaube, hier geht's lang. War die noch? Zum Baustrahler werden wir uns auch mal kaufen, damit wir was sehen bei uns im Schlafzimmer. Da sind wir ja noch nicht fertig. Obwohl, wir haben jetzt quasi schon gestrichen und so, ne? Dann halt für die anderen Räume. Also im Dunkeln sitzen will ich eigentlich nicht nochmal. Ich hatte auch überlegt, vielleicht eine andere Birne ins Schlafzimmer zu bauen. Vielleicht lag es so einfach an der Lampe, die so mickrig geleuchtet hat. Oh ja, da geht's rein. Aber ich weiß ja, dass man hier Verkabelungen machen kann. Und ich, ja. Ich habe gedacht, das machen wir einfach von anders. Ich weiß ja nicht, wie kompliziert das ist. Und alles auf einmal machen ist halt einfach nicht das Ding, ne? So. Das dauert schon irgendwie ein bisschen länger, ne? Haben wir noch einen Vorteilspunkt? Nee, okay. So, fertig. Ins Gesicht schon wieder. Hey, hier ist Loaf. Sag mal, wie läuft es? Ist alles in Ordnung? Ich muss sagen, ich bin nach dem Konzert noch ein bisschen müde. Wir hatten einen Riesenspaß. Aber das hat dir der Zustand des Hauses wahrscheinlich schon verraten. Es gibt viel zu tun, könnten wir klicken, oder wie ist das überhaupt passiert? Ich wünschte, ich hätte dieses Konzert erlebt, das sagen wir auf jeden Fall. Wir hatten nämlich, also ich hatte auf jeden Fall Bock mitzumachen. Musik und bunte Farben, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich auch. Wenn ich dich vorher gekannt hätte, hätte ich dich auf jeden Fall eingeladen. Ich meine, der Eintritt war eh frei für alle. Aber ich hätte dich halt genervt, bis du endlich zugesagt hättest. Und das Konzert war der Hammer. Ich muss dir sagen, ich dachte, die Keyboard-spielende Katze wäre nur ein Witz gewesen. Aber nein, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Und ich werde dir ein Geheimnis verraten. Das kleine Kätzchen sollte ab und zu mal üben. Ich glaube, in der ganzen Zeit hat es nur so um die 3 Töne getroffen. Aber die Show selbst war das Niedlichste, was ich je gesehen habe. Ah, ich hab's fast vergessen. Ich rufe dich nicht nur an, um dir vom besten Konzert des Jahres zu erzählen. Nein, nein. Ich rufe an, weil meine Mitbewohnerin mich gebeten hat, dir zu sagen, dass in ihrem Zimmer nichts geändert werden soll. Ihr Zimmer ist auf der rechten Seite, wenn du die Treppe hochgehst. Aber lass mich dir was sagen. Wenn in meiner Garage noch ein weiteres Konzert abgehalten wird, wirst du die Erste sein, die davon erfährt. Oder vielleicht die Zweite. Ich meine, ich muss Kate als Erstes Bescheid geben. Wir wohnen schließlich zusammen. Wie auch immer, ich muss los. Ich arbeite auch gerade. Und ich glaube, mein Manager winkt mir zu. Tja, es war schön, mit dir zu plaudern. Wir sollten uns auf jeden Fall mal treffen. Wir sehen uns. Ciao. Wow, hier sieht es auch echt schlimm aus. Krass. Ja, und die Chips auf dem Boden. Gut, wir gehen mal oben in das Zimmer gucken, das nicht verändert werden soll. Moment. Hat eine Lampe nach Hilfe geschrien? Ich habe es genau gehört. Ich kann sie nicht platzieren, Mann.
So, jetzt aber. Ich glaube, ihr wurdet bestohlen. Die Schubladen waren schon offen. Wow, wie das aussieht. Ach ja. Gut. Rechts hieß es, ne? Ja, das sieht hier ordentlich und sauber aus. Oh, was für ein schönes Bild. Sehr cool. Kamera. Wir können sie leider nicht benutzen. Schade. Oh, das ist auch schön. Sehr cool. Besprechung 39. Neuer Marker kaufen. Sehr cool. Also der Block ist echt cool gemacht. So, wir gehen... Ach, das ist dort. Ja, hier ist Arbeit. Okay. Also ich glaube, hier ist schon ein bisschen was zu tun. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in dieser Folge nicht am Schlafzimmer weiterbauen. Weil das hier, glaube ich, zu viel wird. Mama anrufen. Oh. Unbedingt einkaufen. Eier, Brot, Milch, Butter. Ernsthaft, nicht die Eier vergessen. Lies diese Notiz, danke. Hm. Okay, wir holen mal den Müllsack raus. Oh, ich wollte wieder Teller wegschmeißen. Okay, das soll behalten werden. Zahnbürste am Tisch. Ei. Ernsthaft. Kann man das hier reinlegen? Das geht gar nicht. Oh, ich kann ihn nicht aufstellen. Ja gut, dann keine Ahnung. Wohin damit? Ich leg's hier rein, ja? Soll man die echt nach unten bringen? Könnten wir eigentlich machen, ne? Ah, es passt nicht so ganz. Okay. Ich glaube, das hier ist auch eine Dekoschale. Dann können wir vielleicht das Besteck mit runternehmen. Naja, das geht auch nicht. Gut, dann müsst ihr das selber machen. Oh, ja, jetzt ist es ineinander. So, das nehmen wir mal mit. Gehen wir runter. Vielleicht finden wir einen Stellplatz. Ja. Einfach da rein. Wow. Licht. Oh, der hat Frühstück hier gelassen für uns. Lecker. Da sage ich doch nicht nein. Da sage ich doch nicht nein. Da beiße ich rein. Ja, okay. Ihr könnt besser gehen, ne? Okay, das kann ich nicht verkaufen. Einfach durchs Fenster rein, in die Suddel und dann hier lang gelatscht. Okay. Ein ungebetener Gast hat sich reingeschlichen. Werden wir mal der guten Lauf dann mal erzählen. Wenn wir sie denn treffen. Wäre schon cool, wenn wir wirklich Leute treffen würden, ne? Unsere Eltern dann oder so. Ich glaube, das ist nur so Telefongeschichten hier einfach. Und E-Mail-Geschichten. Ich glaube nicht, dass wir hier wirklich irgendwelche Figuren treffen. In diesem Spiel. Da müssten wir das dann in Sims bauen oder so. Ja, aber ich glaube, das mache ich nicht. Okay, Mülltüte her. Ich sehe Pizzareste. Ja, fast ins Gesicht. Wir haben Glück gehabt. Mülltonne? Irgendwo dort vielleicht. Hier ist noch so ein Fotoapparat. Ich will Fotos machen.
Haben wir noch ein bisschen Dreck hier? Ja, dort hinten. Aber da gehen wir später hin. Ja, ich wollte natürlich hier lang gehen, so wie man es halt macht. Ich wollte nicht mit dem Kopf durchs Glas. Ein Vorteilspunkt. Hier ist einer. Größeren Bereich. Nicht gerade, wir machen schneller. Ja. Bin ich sehr dafür einfach. Super. Das ist doch aus der Packung da. Pfui. Wie sie einfach mit den Füßen und den Schuhen hier auf der Couch rumgesprungen sind. Wie kleine Kinder. Und die Chips haben sie auch nicht mal aufgegessen. Also so war es. So. Gleich haben wir es geschafft. Wir sind gleich fertig. Aber hier scheint jemand mit kleineren Füßen und einer mit größeren Füßen rumgelaufen zu sein. Oh nein, wir waren noch nicht hier in der Tür drin. In dem Raum, meine ich. Mal gucken, was uns da erwartet. Okay. Ich glaube, hier hat das ganze Bunte angefangen. Aber die Wanne ist sauber, ne? Die haben sie sauber gemacht. Was ist mit denen? Die haben einfach hier Klopapier rausgeholt. Na, ich weiß nicht, ey. Vielleicht will ich doch nicht bei sowas dabei sein. Hier ist ein Schlüssel einfach. Okay, wahrscheinlich für die Tür hier. Ja, dann schrubben wir mal und gucken, wie der Boden eigentlich aussieht. Na doch, schöner Boden, ne? Sehr schön. Okay, da haben sie auch alles leer gemacht. Oh, schaut mal diese Ranken ringsrum. Ist ja toll. Ich glaube, das machen wir auch. Screenshot. Damit ich nicht vergesse, dass ich auch sowas will. Oh, die da sind auch toll. Ja, sehr schön. Sieht sehr schön aus. Okay. Ich dachte schon, da ist ein... Ja. Ein ganz ekliges Missgeschick drin, aber nein. So, waren wir hier fertig? Falsch. So. Quest. Fertig sind wir. Hier sollten wir nichts machen. Gucken wir. Doch, hier ist noch irgendwas. Einen Fleck haben wir übersehen. Ja. Der war nicht mehr sichtbar. Das ist was anderes. Jetzt aber. So, das bleibt zu. Machen wir hier mal noch das Zeug weg. Move-Kiste. Okay. Die sind jetzt wohl abgeranzt. Ah, das muss auch noch weg. Da liegt Klopapier. Oh, fast bei den Nachbarn gelandet. Das war ja gar keine Absicht. Nein, sowas tut man nicht, Leute. Eine Wassermelone? Okay. Nee, ich wollte den Staubsauger. Ich glaube, die Möbel werden auch ersetzt. Sie sehen schon so ranzig aus wieder. Okay, das müssen wir hinstellen. Dürfen wir nicht einfach verkaufen.
Also die Gäste, die würde ich gern kennen, damit ich weiß, dass ich die niemals nicht einladen sollte. Einfach nur, damit sowas bei mir nicht passiert. Vor allem, wenn wir unser schönes Haus, also das Elternhaus, was wir momentan bewohnen, richtig schön gemacht haben und dann eine Einweihungsfeier machen, dann sollten wir wirklich gucken, dass solche Leute nicht bei uns auftauchen. So, wo sind noch Flecke? Irgendwo, vielleicht wieder Fenster? Nee. Ah, dort. Die haben die Griffel einfach nicht von der Tür lassen können hier. Ja. Stimmt, da waren wir ja vorhin schon kurz drin. Haben wir hier irgendwas? Nö. Verkaufen, okay. Sogar das Radio und so weiter. Fernseher sogar. Ne, ich wollte auf die 1. Ich glaube, das kommt ins Bad. Oh, das war schon anders. Das habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht da drauf stellen? Ja. Wow, wie das einfach aussieht. Okay, sonst noch irgendwas? Das hier. Alles klar. Schrubbidi-schrub. Das sind auch schöne Fliesen, ne? So dunkler Boden hat auch immer was. So. Ah, wir sind jetzt richtig fix unterwegs hier. Ist das die richtige Uhrzeit? Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo sehen. Ah, da. Oh, das sind ja Vögelchen. Wie süß einfach. Ganz tolle Pflanze ist einfach. Können wir hier draußen die Dinger aufmachen? Wie können die aufmachen? Ich liebe es. Wow. Ja, großartig. Ich liebe solche Details einfach. Und ich liebe es, dass sie es lieben und dann einfach eingebaut haben. Das ist einfach toll. Ja, hier habe ich mich ein bisschen gedrückt. Was haben wir denn hier noch? Wir sind einfach reingegangen. Oh, cool. Ja, sehr detailreich. Ich glaube, die können wir auch... Verscherbelt hat einer sein Handy vergessen. Jetzt ist es sauber. Kann ich die verkaufen? Nee, ist ein Null. Gut. Ich glaube, die großen Poster hatten eben einen Wert gehabt, ne? Aber die kleinen nicht. Oh, das sah es aus. Ne, hier. Sehr cool. Oh, wir haben einen Stern. Sehr schön. Ich glaube, wir können das meiste eigentlich hier stehen lassen. Oder? Das wird noch verkauft und dann war es das hier. Ja, das da lassen wir stehen. Ne? Die können sich ja selber hier arrangieren. Moment mal, das ist doch ein Baustrahler, ne? Oh, ich komme nicht durch. Wie cool. Ich glaube nämlich, dass ich mich da vertan hatte. Ich glaube, ich hatte einen Mod runtergeladen, dass wir einen Baustrahler hatten in Boss Flipper 1. Ich glaube, den gab es gar nicht so standardmäßig. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Das ist nur das, was mir eingefallen war, wo ich dachte, nee, warte mal, das war doch ein...
Mordobjekt. Ja. Gut, das ist fertig. Da gehen wir wieder rein. So. Luke zu. Ja, okay. Wir können das hier auch noch gerade machen. So. Und schrubben. Riesenfleck ist weg. Also die Stühle sollten doch bestimmt auch weg, ne? Mhm. Oh nein, er ist gefallen. Der muss auch weg. Hä, aber nicht die hier, ne? Die hier draußen nicht. Doch. Oh. Ach ja, hier die Einfahrt oder Auffahrt. Die zählt auch nochmal extra. Das kommt weg. Okay. Alles klar. Zum Glück habe ich noch gedacht, ich gehe mal lieber gucken. Autsch. Nee, ich wollte eins drücken. Also heute klappen die Tasten nicht so flüssig. Hier ist ja noch was zu tun. Ernsthaft. Der muss noch verkauft werden. Okay. Tschüss. Und jetzt? Fertig. So, damit sind wir hier fertig. Das da kommt doch auch weg, ne? Weiß ich nicht. War ich jetzt mit dem Hintern im falschen Raum? Nee. Doch. Nee. Okay, das kommt alles weg. So. Die Bälle auch. Ja. Halte ich auch für eine gute Idee. So, die kommen weg. Der olle Teppich. Das Ding. Und das schöne Zeug bleibt. Okay. Die kommt weg. Oh, hier ist ja noch Müll. Ja, sieht schon ganz anders aus. So, verkaufen ist fertig. Dann kaufen wir mal die Sachen. Das sieht schön aus, ja. Ich würde sagen... Ja, wieso ging das nach unten gerade? Haben wir einen Keller? Das kommt dahin. Und jetzt würde ich gern das Sofa holen. Aha. Passt das da rein? Klar. Tisch. Hocker. Auch in rosa. Lila rosa. Teppich. Oh, den hätte ich vielleicht vorher nehmen sollen. Und schaut mal, habe ich gesehen beim letzten Mal beim Schneiden. Also bei der letzten Folge, die ich geschnitten habe. Man kann diese Fransen ein- und ausschalten einfach. So cool. Wir nehmen mit Fransen. So. Das kommt noch. Das ist ein Regal. Okay. Gucken, gucken. Erstmal unten das Teil. Die Griffe. Oh, wow. Ich bin hin und weg. Hin und weg. Wie großartig. Ich kann nicht näher ranzoomen. Ach, das sind die nervigsten Griffe ever, oder? Man bleibt auch immer damit hängen, links und rechts. Und ja, eigene Erfahrung. Damals. So, hin damit. Dann müsste dort der Fernseher drauf. Ach, das ist ein Wandding. Das ist natürlich toll. Ja, das heißt so, Wandding. Oh nein. Vielleicht so. Das geht noch besser. Vielleicht so. Okay, könnte was sein. Ein Topf. Vielleicht dort, wo die Move-Kiste ist. Ach, die kann man jetzt schön auf den Tisch stellen. Super.
So, dort vielleicht hin und das kommt hier dran und... Ja, vielleicht so. Und schön die Pflanze da rein. Ich glaube, so eine Monstera-Pflanze wäre auch was für uns. Im Haus. Wir haben da noch dieses vertrocknete Zeug hängen. Okay, nicht hängen. In dem einen Topf haben wir das vertrocknete Zeug noch drin. Aber das kann ja ruhig weg. Ja, können wir auf jeden Fall ersetzen mit sowas Schönem. Ich weiß nicht, ist das gemütlich oder... Ich weiß nicht so genau, wie mit dem Regal da einfach. Vielleicht kommt der jetzt auch dahin, ne? Wir gucken. Machen wir so. Sieht das hier besser aus? Ich weiß nicht. Nicht so ganz. Wir lassen es jetzt einfach. So, wir machen das Ding mal auf. Oh, eine neue Vase. So. Noch eine. Oh, wie schön. Nee, du guckst zum Fernseher. Einfach der Hamster. Ist so cool. Und Gläser. Kann man die umdrehen? Nee. Da müssen sie einstauben. Da kann ich nicht helfen jetzt. Sind es drei oder sind es sechs? Was sagt ihr? Sind drei. Aber die müssen jetzt ein Stück nach hinten. Und die Uhr tickt einfach. Ja, komm mal näher ran. Sehr gut. Doch, das kann was. Ich find's gut. Obwohl dieses Schild vielleicht auch hinter die Couch könnte, ne? Würde auch gut aussehen. Ja. So, ich glaube, das kommt noch ein Stück vor. Und das noch dahin. Sehr gut. Ich hätte gerne die unterste. Danke. Oh nein, die Schränke sind leer. Sie haben sogar die Schubladenböden, Schrankböden mitgenommen. Sowas aber auch. Aber sie haben noch ein bisschen Brot übrig gelassen. Ja, kann man vielleicht... Ich liebe es. Ich liebe sowas so extrem, ne? Geht der jetzt irgendwann einfach... Also, ist der irgendwann fertig? Wir warten. Wir haben alles erledigt. Oben ist noch was. Okay, ich habe jetzt ein klein bisschen gewartet. Ich glaube, hier passiert nichts. Aber man kann auch nicht mehr nochmal E drücken. Oh, doch kann man. Oh nein. Habe ich umsonst gewartet. Wir lassen es mal unten. So, okay. Ich glaube, hier waren wir ja fertig, ne? Ach, sieht schon süß aus, wenn man so da reinguckt. Toll. So, wir gehen hoch. Da oben war ja noch was. Und, ouch. Das da muss auch weg. Das sieht doch aus wie Schmuddel. Ist der Teppich weg? Nö. Okay, dann sind wir hier fertig. Gut. Da waren wir hier oben auch schon fertig. Habe ich es noch vergessen? Ah, okay. Das kann natürlich sein. Nee, ich habe mich geirrt. Wir sind schon fertig. Completo fertigo. Ja. Komm, wir nehmen die Fressschale doch mal mit runter. Wenn wir schon hier oben sind, da
dann machen wir das. Oh, ich glaube, ich bin gestolpert. So. Ah, schön. Dann wollen wir mal den Auftrag abgeben. Einfach 6680. Super. Yay. Und hier ist wieder der Waschbär im Baum. So cool einfach. So, da gehen wir noch mal kurz hoch. Und gucken uns das Ganze mal noch mal an. Wir haben leider keinen Vorschlaghammer freigeschaltet mit dem Auftrag. Sehr schade. Wir können aber mal ganz schnell noch dieses Beispiel wegmachen. Das habe ich euch ja gezeigt, habe ich ja gelassen, um euch zu zeigen, wie der Unterschied ist. Das müsst ihr überlegen. Ich glaube, das da war das Neue. Genau. Weil davon habe ich zwei gekauft gehabt. Das war die 9. Mal gucken, ob ich richtig liege. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, so ist echt besser, ne? Besser und harmonischer. Gut. Ich werde mal ausprobieren, ob diese Tapete hier in dezenten Farben besser wirkt. Die können wir dann mal als Test an die Wand da klatschen. Ich habe irgendwie die Idee, dass das irgendwie gut aussehen könnte mit dem Bett zusammen und so. Ist nur die Frage, ob ich alles so schnell finde, wie ich das will. Aber ich glaube schon. Nee, nicht Paneele. Tapete. Wir gucken mal. Wow. Ich liebe es. So bin ich an dem Ding vorbei. Hier ist es. Okay. Ich habe irgendwie nach Schwarz-Weiß gesucht, aber das Vorschaubild hier sieht natürlich anders aus. Ja, nee, größer will ich es nicht. So, und die Farbe wird jetzt nicht krass dunkelblau. Ah, wir können auch weiß nehmen. Dann könnte... Ja gut, es kann auch sein, dass das hier nur so noch dezenter wirkt wie an der Wand. Können Sie eigentlich mal probieren. Oder das hier. Wir probieren es mal. Also der Ton gefällt mir schon mal. So, wir probieren es mal an der Testwand. Wesentlich besser. Ja, doch, doch. Obwohl ich echt sagen muss, dass die Tapete gar nicht so schlecht wirkt mittlerweile, ne? Boah, bis man sich mal entschieden hat. Wir waren fleißig, haben leider keinen Vorschlaghammer freigeschaltet, aber okay. Ich bin guter Hoffnung, dass wir das bald mal machen. Und ja, beim nächsten Mal werden wir wieder einen Auftrag machen. Wie findet ihr denn das Zimmer? Also ich finde es echt besser. Wir können aber auch beim nächsten Mal das Zimmer noch weitermachen. Wenn ihr eine Idee habt, was hier rein soll, immer raus damit. Ich wäre momentan dafür, dass wir so eine Art begehbaren Kleiderschrank hier reinmachen. Oder vielleicht ein kleines Büro. Oder so eine Streaming-Ecke. Alias Büro. Moment mal, wir können auch dieses Zimmer hier als Streaming-Raum machen. Oder als Büro. Da guckt die Pflanze aus dem Ankleidezimmer raus. Wenn es in ein Ankleidezimmer wird. Ah, die Idee gefällt mir schon, ne? Muss schon sagen. Gut, Leute, ich hau jetzt mal ab. Ich sabbel wieder zu viel am Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.